Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf der Raumstation der toten Androiden. Sehr unheimlich hier. Letztens sind wir hier nur noch durchgerannt. Da ist ein ganzer Haufen. Wer war denn das? Also jetzt mal ehrlich. Wer hat denn diese ganzen Androiden hier gekillt? Ausschalten. Soll ich das ausschalten? War das jetzt clever? Oder war das jetzt doof? Finden Sie Samuel. Okay, ich konnte es ausschalten, ich kann es aber nicht mehr einschalten. Okay. Dann hat es vielleicht was gebracht. Was auch immer, weiß ich nicht. Es ist sehr dunkel hier. Könnte einer mal Licht machen. Also einer rennt hier rum, das wissen wir. Den haben wir gesehen. Ach du Scheiße, Leute. Nein, okay, gut, das ist hier auch. Was ist hier passiert? Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Wenn wir das hier alles ausschalten. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Ja, der da drüben ist echt fies, ne? Weil der da so rumsteht. Kann ich die ja nicht durchsuchen? Nee. Wo ist der eine, der hier noch rumgelaufen ist? Da ist noch mal so ein Gerät da hinten. Lass da mal reingehen. Gefahreneindämmungsstufe Omega Sixer. Nur Sie sollten nicht hier sein. Du auch nicht. Oder nicht. Liegt der da einfach unter den Haufen von den. War das der da rumgelaufen ist? Wo ist der denn? War das der Typ? Hat sich der da unter den anderen versteckt? Wir haben doch von da drüben hier einen rumlaufen sehen. Oder ist der durch die Tür hier verschwunden? Will hier nicht sein. Ist ja fast schlimmer als wie mit dem Alien.
Und jetzt? ja. ja. Gibt es hier irgendwas ganz Spezielles, warum es das so gesichert war? Außer Schrott und eine Sprengkapsel? Nee, oder? Ich werde wahnsinnig. Wir waren ja schon da, wo wir hin müssen. Nur, dass wir nicht reinkommen da, wo wir rein wollen, wieder mal. Da liegt. So wie gesagt, das schaut doch aus wie eine Pulle. Leute, das ist echt. Den Typen, den wir erschossen haben, ist auch nicht mehr da. Das macht mich auch fertig. Haben wir hier irgendwas verpennt? Da steht einer. Stand der vorher auch schon da? Stand der davor auch schon? Ging das vorher nicht? Ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Was jetzt? Wir waren zu langsam. Kann es sein? Ich brauche Zugang zu Apollo. Öffnen Sie umgehend den Transitpol. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahreneindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für Sie gesorgt. Hat er die alle gekillt? Hat Samuel die alle gekillt? Ich meine, er ist ja auch ein Android, ne? Warum hat's denn nichts gesagt? Der hätte doch das Gitter da rausreißen können. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich Samuel noch finden möchte. Schock. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen möchte. Susanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Unser Treffen übermorgen, Androidenverhalten unten ein. Du kannst einen vermissen und ich muss dir einen Aufstellungsraum geben, dich dort anschließen. Es gibt eine Abregelung. Na, nicht mehr lange werden.
Die Uhr tickt. Bringen Sie die Ausstellungsraum, aber hetzen Sie nicht. Okay, Termin im Ausstellungsraum, Montag 0000, Date Night. Oh, Freitag. Ah, Rezeption, leider, Terminal vorübergehend in. Okay, das ist der Ausstellungsraum hier. Das wissen wir jetzt. Und ich habe keine Ahnung, ob die sich nicht jetzt gleich alle bewegen. Und wir dann alle tot sind. Ey, so, gegen die kann ich mich nie im Leben erwehren. Wie viel sind es denn? 8. Hi. La 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 la. Ich gehe mal ganz langsam. Kann in die Nase gucken. Willst du mich jetzt verarschen? Das klingt schon so bedrohlich. Entkommen Sie. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es nur Männer gibt? Also wenn es so ruhig ist, ist es auch nicht toll. Einzige Weg hier raus. Da ist doch sonst nichts. Wir haben einen Schuss, eine Pumpgun-Schuss gegen 8 Androiden, wenn die zum Leben erwachen. Da kann ich nirgendwo irgendwo rein, ne? Oh, Scheiße. Da ist auch keine Bodenplatte oder. Da ist sonst nichts. Wir können nur den Weg zurück, den wir gekommen sind. Okay. Ja, das ist irgendwie schlimmer als wie mit dem. Also ich sehe keinen anderen Weg. Das ist ja fast nervenaufreibender als wie mit dem Alien. Wie schnell die Batterie leer geht, Leute. Das ist keine Qualitätsbatterie, das sage ich dir mal. Okay, und jetzt sind wir wieder hier. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Finden Sie. Tja, keine Ahnung.
Da haben wir wieder mal das Problem, das wir schon hatten, ne? Sind wir hier wieder in diesem Androidenfriedhof? Hey, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Es kann nicht sein, dass wenn wir jetzt da durchkriechen wieder, dann sind wir wieder in diesem kleinen Raum und dann sind wir wieder hier. Aber da muss ich hin. Da muss ich hin. Es bringt nichts, wir müssen dorthin. Es ist, so blöd es klingt, aber es ist schon richtig, dass wir dort sind. Weil auf der Karte ist das jetzt ja so eingezeichnet, dass wir dort sein sollen. So, die Frage ist nur, wie wir hier rauskommen wollen. Ich habe hier keine Bodenplatte oder sonst was gesehen. An der Seite gibt's. Hä? Achso. An der Seite gab's nichts. Oh, eine Bar. Eine Bar. Was machen Sie da? Okay, lass uns dann noch mal reinschauen. Wenn wir irgendwas übersehen haben. Was wäre, macht ihr auch mal keine Sorge, dann wir werden uns darum kümmern. Bringst du den Ausstellungsraum, aber hätte sie nicht und schwinge, sie kann ja lange mit reden. Wenn sie Änderungen, können sie sich später darum kümmern. Ich will ihr Leben heute an dem Pfeil tanzen. Und ist nix. Gott. Ich warte darauf, dass die jetzt anfangen. Soll man denn hier entkommen? Da ist doch nichts. Kann ich die umschubsen? Nee, ne? Ich warte nicht. Tür verschlossen. Ja, Leute. Und nun? Okay, das geht nicht. Ich bin total ratlos. Ich stelle mich jetzt da auch hin. Ey, das ist doch Kacke.
Entkommen Sie aus dem... Ich weiß es wirklich nicht, wo wir hin sollen. Da kann man nicht raus. Es gibt keinen Ausgang, außer das Ding da hinten und da, wo wir reingekommen sind. Da, wo wir reingekommen sind, bringt uns nichts. Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Es gibt keinen anderen Weg. Es tut mir leid. Es gibt keinen anderen Weg. Also den, wie wir reingekommen sind. Hier ist nichts. Hier ist definitiv nichts, wo wir rauskommen. Kannst du mal aufhören, hier zu quietschen hier? Okay, ich gehe wieder so... Zurück, ich klette wieder und durch diesen blöden Tunnel durch. Gibt es da wieder irgendwie so einen komischen Knopf, wie schon mal, wo wir nicht gesehen haben, den wir hätten drücken können, wollen, müssen? Also ich weiß es nicht, Leute. Es tut mir echt leid. Es ist doch Mist. Hier gibt es auch nichts, außer den Tunnel, durch den wir gekommen sind. Und hier gibt es nur den einen Ausgang. Ist kein anderer Ausgang noch. Ne, da ist nichts. Ne, keine Chance. Da ist nur der. Ja, da waren wir schon. Da ist Sackgasse. Das ist dieser komische rote Raum, wo es nicht weitergeht. Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich werde wahnsinnig. Tja. Jetzt sind wir wieder ganz zurück.
Tja. Das ist irgendwie nicht zielführend. Oder doch? Ne, das ist eine Sackgasse, da kommen wir nicht weiter. Okay, Leute, ich hab echt keinen Peil. Ich weiß es nicht, wo wir da jetzt lang müssen. Das macht mich echt quirle, sowas. Ist doch totaler Mist. Die Dinger können wir ja alle nicht aufmachen hier irgendwie. Ansonsten geht's nur wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Okay, Leute, ich mach Schluss, weil das macht ja keinen Spaß zuzuschauen, wie blöd man hier durch diese blöden Dinger hier krabbelt. Und keinen Deutsch weiterkommt. Aber ganz ehrlich, das ist doch totaler Bullshit. Du erschrickst mich jetzt schon gar nicht mehr. Du Blubberding, du. Auf diesen Terminal hier schon zugegriffen? Leitender Sixen Angestellter Ransom hier. Ich bin gerade aufgewacht und auf einmal stand ein Hiwi in meiner Suite. Als ich ihn fragte, was er will, hat er sich auf mich gestürzt. Ich musste mein eigenes Apartment verlassen, verdammt. Senden Sie Ihren besten Techniker zum Apollo-Kern, um herauszufinden, was zur Hölle vor sich geht. Sofort! Die Dinger müssen unter Kontrolle gebracht werden, und zwar zackig. Ja, Leute. Ich mach Feierabend, ich mach Schluss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen. Das ist total frustrierend. Das ist echt gerade mega frustrierend. Das ist mega frustrierend. Wir sind in einem blöden Raum, in dem es keine Tür gibt. In dem es nur eine Tür gibt und sonst nichts. Okay, Leute, ich mach Feierabend, ich mach Schluss. Ich habe keine Ahnung, es tut mir leid, dass die Folge jetzt so kacke war, so langweilig. Das war zwar hier ganz lustig hier am Anfang, wo wir noch nicht sicher sind, ob die sich berühren, aber die rühren sich wirklich nicht, wie es ausschaut. Aber ich habe auch keinen Peil, wie ich hier rauskomme. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und sorry für diese doch etwas komische Folge. Aber ich habe keinen Peil. Ich habe nicht den geringsten Peil, wie wir hier weiterkommen. Bis dahin und tschüss. So ein Scheiß. Echt jetzt.